In dieser Folge gibt es einfach das Nationalmannschaftsdebüt und auch noch das Spiel gegen die Bayern. Also dranbleiben lohnt sich. Wir sind wieder zurück bei der Moukoko-Spielerkarriere, nachdem in der zweiten Folge das Feedback nicht so gut war und in der dritten Folge wirklich alles gegen uns gelaufen ist, geht es jetzt hier weiter. Ihr seht auch hier direkt schon, ein Club will hier Moukoko ausleihen. Aber aus einem Wechsel wird erstmal nichts, denn ja, die Clubs sind jetzt wirklich nicht interessant genug für uns. Wir haben eine 76er Gesamtstärke. Ich habe auch noch mal ein bisschen trainiert, also das sollte sich auch ganz schnell hochboosten. Vorbereitung haben wir gespielt, da haben wir insgesamt zwei Tore mit Moukoko gemacht und ich würde sagen, im ersten Bundesligaspiel wollen wir damit direkt weitermachen. Starten wir hier also rein in eine neue Saison und es geht darum, jetzt mit Borussia Dortmund wieder zurück nach oben zu gehen. Am Ende der letzten Saison sind wir nur auf dem 7. Platz gelandet, auf DFB-Pokal jetzt nicht sonderlich weit gekommen. Okay, erste Aktion in der neuen Saison läuft schon mal nicht ganz so gut. Eckball, auch da halten wir uns natürlich raus oder bieten uns an, aber gut, eine Flanke da zu schlagen. Ich glaube, wir sind jetzt auch nicht der allerbeste Flankengeber. Wir halten so ein bisschen, machen das Spiel so ein bisschen breit einfach. Einfach, damit ein anderer dann köpfen kann. So, wir gucken mal, ob das funktioniert. Nein, funktioniert leider nicht, aber die Situation geht hier weiter. Wir fordern auch direkt den Ball an mit Moukoko, 76er Gesamtstärke. Also es geht schon relativ schnell hoch und vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen das Training auch noch verbessert haben, dann wird es noch schneller hochgehen. Wir sind eigentlich ein Stürmer, deswegen müssen wir doch mal in die gefährliche Zone reinkommen. Das wird aber erstmal leider nichts. Ja, wie gesagt, ich habe viele Leihen ausprobiert, also auch nicht nur die, die ihr gesehen habt, sondern auch am Anfang der Saison. Direkt, deswegen, ja, da ist leider kein gutes reingekommen. Auch Transfer habe ich angefragt, aber das ging nicht. Da hätten wir vielleicht auch bessere Clubs dann gehabt. Aber gut, wir bleiben dann erstmal bei Dortmund. Wir können mal gucken, im Winter ist eigentlich schon wieder dann der Wechsel angestrebt. Wir wollen eigentlich wechseln, denn ja, wir spielen natürlich nicht Champions League hier mit Borussia Dortmund, auch nicht Europa League. Also ja, eigentlich müssen wir dann für die Rückrunde trotzdem noch die internationalen Wettbewerber haben und natürlich, ja, dürfen wir über eine internationale Wettbewerbe nicht reden, wenn wir so spielen. So, aber ich muss mich erstmal für das Feedback auf der letzten Folge bedanken. Eigentlich habe ich gedacht, okay, wir müssen das Ganze hier schon beenden. Gründe habe ich ja eben schon gesagt und auch in einem Kommentar da quasi am Ende der Folge nochmal gesagt. Warum sind wir jetzt hier wieder Verteidiger? Okay, jetzt geht's aber hier mit der 83. Minute weiter. Stuttgart führt 1:0 und wir haben den Alleingang. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Ausgleich machen mit Moukoko. Okay, wir machen den auf dem linken Fuß und werden den jetzt hier nicht reinschießen. Ja, okay, der Vater hat ja gerade ein bisschen Druck gemacht, aber eigentlich hätten wir das auch ein bisschen mehr ausnutzen können. Also über 500 Daumen hoch auf der letzten Folge, dann kann ich das Ganze natürlich nicht beenden. Eines der besten 10 Videos, also am besten angekommen. So, jetzt werden wir uns hier mal wieder durchschicken lassen, Pass spielen. Ja, so war das nicht geplant, aber ganz egal. Okay, ich dachte, der andere Spieler ist noch am Ball. Jetzt verlieren wir das erste Spiel. Aber ja, wie gesagt, ich muss mich für das Feedback bedanken. Wenn ihr natürlich so aktiv bei der Serie seid, dann geht es weiter. Danke für eure Kommentare. Erstes Spiel ist aber in der neuen Saison nicht ganz so gut. Das gibt es hier noch zu verbessern, aber ganz klare Sache. Wir sind natürlich noch nicht auf der 85 bis 90er Gesamtstärke. Da machen wir noch Fehler. Und die Transferphase ist ja hier noch nicht vorbei. Also falls irgendwie noch ein richtig gutes Leihangebot reinkommt, dann würden wir wechseln. Aber ja, es wird jetzt kein Leihangebot von einem Champions League Club hier reinkommen. Also wie gesagt, danke nochmal für eure Support. Ich habe echt Bock auf die Serie. Spielerkarriere macht extrem Spaß, wenn ihr natürlich auch daran Spaß habt. Und ich weiß, dass es dann eben nicht ins Leere geht, dass ich das dann nicht nur für mich spiele. Also Kanal abonnieren und Daumen nach oben geben. Lasst uns heute wieder die 500 packen, um hier eine richtig coole Spielerkarriere aufzubauen. Auch der nächste Club ist jetzt nicht wirklich interessant. Also wir würden eigentlich nur zu einem Club gehen, der dann mindestens Europa League spielen muss. Man muss auch sagen, Dortmund stellt sich aber in dieser Karriere auch nicht allzu gut an. Rechtes Mittelfeld 71er Gesamtstärke und linker Verteidiger 74er Gesamtstärke. Gut, da ist man dann natürlich in der Simulation nicht so extrem stark, aber Moukoko hier jetzt mit dem Treffer in den nicht letzten 10 Minuten, aber mit der sozusagen Entscheidung mit dem 2:0 gegen Köln ist dann auch direkt mal hier Man of the Match, holt die ersten 3 Punkte hier für Dortmund. Wir erreichen hier auch die nächste Gesamtstärke mit der 77, auch gegen Leipzig werden wir hier mal simulieren, wir wollen ein bisschen schneller vorankommen, denn wir wollen später das Spiel gegen Bayern spielen. In echt hat er ja da getroffen, genauso wie im Spiel gegen Schalke, also zwei wichtige Tore gegen große Gegner, also im Derby zu treffen, dann noch gegen Bayern München, das ist schon mal extrem stark. Und ich glaube, es gibt auch keinen interessanteren Spieler, mit dem man hier eine Spielerkarriere machen könnte. Gucken wir direkt hier in das nächste Spiel hier rein und sehen, dass wir 2:1 gewinnen. Jetzt der 74er, den ich eben ja noch auf seine Gesamtstärke angesprochen habe, macht jetzt hier das entscheidende Tor. Klare Sache, gleich wollen wir natürlich noch in den Spiel reingehen. Jetzt wird aber natürlich hier erstmal noch ein bisschen, ja, die Schuhe gezeigt. Terzic sieht auch überhaupt nicht so aus, aber ganz egal. Vielleicht haben wir bald auch dann einen Trainer, der so ein richtiges Gameface hat. Wir sehen hier direkt die nächsten Optionen. Gehalt haben wir schon
schon mal eine Erhöhung bekommen in der letzten Folge. Klar, die Gesamtstärke wollen wir natürlich dann auch schnell erreichen. Und in der letzten Folge haben wir hier auch investiert. Da sehen wir jetzt auch das, was dabei rausgekommen ist. Und es gab einen Kommentar von euch, der gesagt hat, hier, wir sollen in eine Kleidungsmarke investieren. Risiko ist Mittel und wir werden das Risiko auch direkt eingehen. Und wenn wir in dieser Saison gut spielen, dann haben wir gute Chancen auf die EM im eigenen Land. Also motivierter kann man nicht sein. Neues Leihangebot, aber auch das ist jetzt nicht interessant. Und der Deadline Day geht jetzt auch zu Ende. Das heißt, wir können uns jetzt voll auf die Hinrunde konzentrieren. Oh, und jetzt habe ich aus Versehen wieder 100.000 Euro ausgegeben. Klar, kennt man aus dem Alltag, dass man aus Versehen 100.000 Euro ausgibt. Na gut, hoffentlich, das hoffen wir einfach mal, dass es diesmal besser funktioniert. Und jetzt bekommen wir hier einfach mal ein Leihangebot von dem Club, wo einfach R9 der Miteigentümer ist. Club spielt in Spanien, ist natürlich interessant, aber auch ja, da ist der Club einfach nicht gut genug. Gegen Werder haben wir schon in der Dortmund-Karriere gespielt und auch mit den Trikots weiß ich nicht, ob ich da so unbedingt Lust drauf habe. Deswegen gehen wir auch hier wieder in eine Simulation rein und Alioski, der macht schon wieder ein Tor in den letzten Minuten. Ey, klau mir nicht meinen Job. So, bei Transferangeboten würden wahrscheinlich auch bessere Clubs bieten, aber ja, wir werden hier erstmal nicht von der Liste gestrichen. Ich werde es aber natürlich direkt nochmal versuchen. Wir starten auch in die Conference League hier rein, direkt mit einem Tor von uns. Gegen Bielefeld werden wir einfach mal zur Halbzeit ausgewechselt und gegen Gladbach gewinnen wir hier in Unterzahl und machen dabei auch ein Tor mit Moukoko. Und jetzt sehen wir hier einfach, dass wir für die Nationalmannschaft nominiert sind. Wie krass ist das denn? Okay, das ist nochmal richtig cool. Die Hinrunde habe ich eigentlich schon fast so abgeschenkt. Aber ja, jetzt haben wir hier vielleicht gleich unser erstes Länderspiel. Guckt euch das Ganze an. Moukoko hier im Deutschland-Trikot. Und alles, was wir jetzt hier machen, ist natürlich auch mit dem Blick auf die Heim-EM. In den Spielen davor haben wir jetzt hier leider nicht getroffen. Und wir sehen auch die Bewertung von Terzic, die eigentlich ein bisschen besser sein sollte. Ich glaube, das ist jetzt die von Flick und das Ganze ist ein bisschen verbuggt. Ja, genau so ist es. Jetzt wird es hier angezeigt. Wir gehen natürlich ins Training. Okay, können wir gar nicht. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwie eingewechselt oder sowas in die Richtung. Ja, hier in der 77. Minute. Mal gucken, ob wir noch ein Highlight bekommen. Das allererste Länderspiel jetzt hier für Moukoko, für Deutschland. Und wir sind auf dem Weg zur EM 2024. Man kann es nicht oft genug sagen, aber ja, das wäre so ein extremes Highlight. Ich hätte so Bock darauf, das Ganze hier zu spielen. Jetzt gucken wir aber, was wir hier erstmal machen müssen. Jetzt gibt es erstmal einen Freistoß. Ja, was hat das mit uns zu tun? Vielleicht haben wir hier gleich einen Konter. Ich glaube, wir kriegen den Konter. Ja, genau. Der Ball kommt ganz sicher dann wahrscheinlich immer zu uns. So, jetzt können wir hier vielleicht mal durchgeschickt werden. Ja gut, das war ein bisschen zu kreativ, aber guckt euch das Ganze an. Wie episch ist das denn? Was ist das für ein epischer Moment? Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr denkt, dass er seinen ersten Einsatz in der Nationalmannschaft hat. So, jetzt hier direkt mit dem Pass, der überhaupt nicht gut ankommt. Okay, jetzt das Spiel nicht unentschieden spielen. Okay, was war das da für einen Pass? So, was machen wir mit Moukoko? Erstmal gar nichts, aber Hauptsache erstmal genießen, dass wir hier überhaupt auf dem Feld stehen. Mal gucken, wie viel wir gegen Polen spielen. Das liegt aber natürlich auch daran, wie erfolgreich wir sind. So, Eckball für Deutschland. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz frech auf den Ball und fordern den an, oder? Komm, erster Nationalmannschaftseinsatz, wir fordern direkt mal den Ball an. So, wird auch angenommen. Erstmal ein bisschen Pässe sammeln und so weiter. Bringt alles eine gute Bewertung und jetzt hier vielleicht der nächste Ball. Ja, so mit der Hacke braucht man den aber auch nicht zu spielen. So, Gelegenheit für die Flanke, vielleicht machen wir hier gleich das erste Tor. Ja gut, wir sind wieder am Mittelkreis. Kein Plan, was das soll, aber wir kriegen direkt den Ball. Sehr gute Sache. Und jetzt können wir hier vielleicht mal durchgeschickt werden. Moukoko jetzt hier mit nicht dem ersten Tor für Deutschland. Das wäre aber auch einfach zu schön gewesen. Trotzdem gewinnen wir hier dieses Spiel. Also so macht die Spielerkarriere doch richtig Spaß, wenn wir solche Erfolge haben. Das ist ja quasi ein neues Team. Eigentlich wollten wir die ganze Zeit jetzt zu einem neuen Team. Ja, wir haben quasi ein neues Team gefunden, und zwar die deutsche Nationalmannschaft. Aber ja, den hätten wir hier vielleicht reinmachen können, dann wäre es noch besser gelaufen. Ja, und dann hätten wir natürlich auch eine bessere Bewertung gehabt. Jetzt sind wir nämlich in der Reserve, das heißt, da würden wir gar nicht spielen. Und damit gibt es auch im zweiten Spiel nur einen kurzen Einsatz für uns. Was natürlich aber auch ein bisschen klar ist, das wird auch bei der EM wahrscheinlich nicht so sein, dass wir da die ganze Zeit von Anfang an spielen. Oder vielleicht können wir das doch machen. So, wir würden einfach mal sagen, komm, wir nehmen die Spielbewertung. So, jetzt gibt es hier die Gelegenheit zur Flanke. Ja gut, wir stehen einfach alleine vor dem Tor. Was für Flanke denn? Ja gut, jetzt müssen wir doch flanken. Habe ich ein bisschen anders eingeschätzt und den hätte ich auch ein bisschen besser einschätzen müssen, beziehungsweise einfach ein bisschen besser spielen. Irgendein Spieler hat die 99. Ich glaube, Gündogan ist es. Ja, wir haben mit dem einfach mal die Nummer weggenommen. Der Ball kommt jetzt hier nicht zu uns, leider. Schade. Okay, wir sehen, dass das Spiel jetzt hier noch nicht vorbei ist. Wieder die Gelegenheit zur Flanke. Ich glaube, ich werde diesmal aber kurz spielen, beziehungsweise tief spielen. Was laber ich von tief spielen? Sondern flach spielen natürlich. So, flache... ja,
Was war das denn? Da fehlt es uns, glaube ich, noch ein bisschen an Erfahrung. Trotzdem gewinnen wir auch dieses Spiel hier mit 1:0. Auf die wirklichen Highlights müssen wir hier aber noch warten. Aber Hauptsache, wir haben erstmal die ersten beiden Einsätze gehabt. So, Startelf bei Hansi Flick, das wäre natürlich schön. Ja, und im nächsten Bundesligaspiel, da warten wir gar nicht lange, treffen einfach direkt in der ersten Minute. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Linksverteidiger genauso viele Tore hat wie wir. Aber wir sehen einfach mal, 5 Vorlagen haben wir abgeliefert. Also 9 Scorer-Punkte, das ist schon ziemlich ordentlich. Sind einfach mal hier der beste Spieler aktuell im Kader und machen jetzt auch nochmal in der Conference League hier ein Tor. Und jetzt haben wir wirklich sehr viel wegsimuliert, aber das Spiel gegen Bayern, das wollen wir natürlich mitnehmen. Das erste Spiel lief ja nicht ganz so gut und ja, dann in der nächsten Folge wird es dann DFB-Pokal geben plus natürlich die Transferphase. Da könnt ihr dann also auch noch hier mitentscheiden, weil wie gesagt, wir spielen hier in der Conference League, das ist nicht so wirklich interessant, finde ich. In der Liga sind wir aber momentan hier auf dem ersten Platz. Also das wäre natürlich ein Grund zu bleiben, aber gut, warten wir erstmal das Spiel gegen die Bayern ab. So, und jetzt habt ihr abgeliefert hier mit Kommentaren, mit eurem Feedback, mit den Daumen nach oben. Jetzt möchte ich auch gameplaymäßig abliefern. So, gegen Bayern wollen wir ganz ruhig spielen, aber trotzdem eiskalt sein und natürlich unsere Chancen nutzen. So, und wir haben hier direkt die erste. Wir müssen einfach über unser Tempo gehen. So, und jetzt hier einfach nochmal den Schlenker und jetzt machen wir das Tor gegen den FC Bayern München. Das ist das 1:1, wo Kuku trifft hier wieder. Ja, und diesmal sehen wir das Ganze auch. Sehr gute Sache auf dem Weg zur Nationalmannschaft. Das ist natürlich jetzt hier immer im Hintergrund das Thema, aber vor allem natürlich auch ein Tor als erster Platz hier gegen Bayern München. Ganz wichtige Sache und natürlich ein perfekter Start, aber wir haben natürlich hier die Highlights bzw. die Spielerkarriere sowieso. Das heißt, Bayern hat hier gerade ein Tor gemacht, da können wir leider nichts machen. So, Mokoko, bei Ecken halten wir uns immer zurück, gucken uns das Ganze also hier als Zuschauer an. Ja, aus der Ecke wird aber leider nichts. So, nächster Angriff von Dortmund und Bayern führt einfach 3:1. Ja, wie gesagt, wir können da leider auch gar nichts gegen machen, außer natürlich selber ein gutes Spiel hier abzuliefern. Jetzt vielleicht mal einen Pass, okay. Ja, haben wir ein bisschen komisch angenommen. Nächster Eckball. Dortmund hat auch eine rote Karte kassiert. Ja, das macht das Spiel natürlich jetzt hier auch nicht einfacher für uns. Jetzt haben wir zwar getroffen, aber so wirklich bringen tut uns das hier nichts. So, wir gehen einfach mal wieder. Ja, keine Ahnung, was wir hier machen. Der Ball kommt aber so halb auf uns. Ich glaube, wir haben den nicht angefordert. So, hätte auch keinen Sinn gemacht. So, nächste Aktion hier. Direkt der Pass jetzt hier auf uns. Jetzt direkt wieder der Schuss. Ja, das war vielleicht ein bisschen unnötig. Aber gut, bei dem Spielstand, gut, ist es vielleicht noch alles offen. Wir gucken direkt mal hier rein. Ja, so einen Pass dürfen wir nicht anfordern. Das war blöd. Ja, jetzt haben wir ein Tor gemacht, aber ja, Busquets zum Beispiel auch bei Bayern München getroffen. Ja, wir gehen also hier leider nicht mit 3 Punkten raus. Trotzdem ein Tor gemacht mit Moukoko. Eine wichtige Situation endlich mal eiskalt genutzt. Und damit beenden wir auch diese Folge. Schaltet auf jeden Fall ein zur nächsten Folge. Ich denke direkt übermorgen, wenn ihr wieder aktiv seid. Deswegen sehen wir uns dann.